Man sagte, dieses Game hat kleine Albträume. Ja. Im letzten Part haben wir Spider-Pig gesehen. Oh nein, ein Herzinfarkt. Was tue ich jetzt? Was tue ich? Egal. Wo wir unter anderem echt große Action in der Leichenhalle hatten, wo wir uns eine Sicherung suchen mussten. Noch fest! Und im Endeffekt, wo wir uns an Spider-Pig gewöhnt hatten, was auch immer, haben ihn verbrannt. Einfach so. Und wir hätten es nicht mal machen müssen. Drücken, ziehen, ja, drücken. Und jetzt macht die Kacke zu. Klappe zu, Affe tot, Klappe zu, Affe tot, Klappe zu, Affe tot. Aber naja, wie geht's heute weiter? Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem weiteren Part von Little Nightmares 2 im 10. Part. Wo wir so langsam aber sicher uns dem Ende zuneigen. Also laut Kommentaren aus dem letzten Part, wo ich gerade leider nicht zugreifen kann. YouTube ist momentan, glaube ich, down. Also mir werden gar keine Kommentare angezeigt. Nicht auf dem Hauptkanal und nicht auf dem Zweikanal. Wahrscheinlich sind alle Kommentare weg und gelöscht. Nein, YouTube hat wahrscheinlich gerade irgendeinen Bug. Aber ich meine mich entsinnen zu können, dass das irgendwer kommentiert hatte, dass wir leider gar nicht mehr so viel auf der Agenda haben in diesem Game. Aber umso mehr freue ich mich auf das Nachfolgeprojekt, was ich jetzt hin und wieder mal gespoilert habe. Aber für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, seid gespannt. Ich will es jetzt noch nicht spoilern. Genau in dem Moment, wo ich mich bewegt hatte, hat sich das Lied geändert. Okay, wir folgen einfach mal Six. Six weiß schon, was wir tun. Was wir gemeinsam tun, oder? Six! Wie ist das möglich? Das kann doch nicht sein, dass der Part 3 Sekunden geht und ich instant in den Tod reinrase. Aber ganz ohne Gnade. Naja, ganz offensichtlich müssen wir in den Fahrstuhl des Todes und springen vernünftig rüber. Dankeschön. Perfekt. Hui. Sehr schön. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Horrorfilm Escape Room. Ihr dürft sehr gerne berichten, wenn ihr diesen Film schon mal gesehen habt. Hin und wieder kommt es mal vor, dass einige Leute auch Horrorfilme gesehen haben, die ich auch schon gesehen habe. Okay, können wir noch weiter nach oben oder nach unten? Wir können noch weiter nach unten. Bingo. Okay, wisst ihr, was wir tun müssen? Ich hab's gesehen, wir müssen auf die rechte Seite springen, wenn wir runterfahren. Ich glaube, das ist das Ziel. Okay. Ui, wow. Da wurde ich echt ordentlich nach links und nach rechts gejietet. Wir hätten nach links und rechts gehen können. Ich hoffe mal, dass rechts die richtige Entscheidung war. Kann es aber aktuell gar nicht einschätzen. Gut, wir können schon mal nach links rüberspringen. Ja. Ich glaube, beides wäre gegangen. Jetzt würde es mich aber interessieren, was wäre links gewesen. Digga, was ist das? Ah, Bingo, Six, alles gut. Homeboy, ich hol dich hier. Ah, scheiße. Warum komme ich nicht an diesen Kackschalter dort ran? Ja, wobei, bringt uns eh nichts. Wir brauchen zuvor einen Schlüssel. Ansonsten haben wir keine Chance auf Rettung im ersten Moment. Und man beachtet wieder die Bilder im Hintergrund. Man sieht irgendeinen Gnom oder so einen Bums. Kannst du es noch weiter rausschieben? Diese Bugs sind immer wieder lustig. Dass man sich hin und wieder irgendwie nicht nach hoch ziehen kann oder dass irgendwie andere ominöse Dinge passieren. Ich check es nicht. Ah! Okay, hier scheint aber im ersten Moment nichts zu sein. Wir haben dort eine Schraube. Ah! Bingo Bango! Wuhu! Nimm den Schlüssel. Ich habe immer Angst, was zu triggern, wenn wir einen Schlüssel nehmen oder so. Das passiert öfter mal in solchen Games. Deswegen, ganz vorsichtig. Yay! Together, forever! Auf geht's. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oh, Bingo, natürlich weiß ich, wo wir lang müssen. Six, hilf mir mal. Und zwar geht's jetzt hier nach oben. Hoch hinaus. Was hat uns das jetzt gebracht, diesen Schalter zu betätigen? Wir mussten ja ganz offensichtlich... Yo, willst du mitkommen? Hallo! Oh Mann! Ich kann nicht nach links springen? Oh. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Was hat uns das gebracht, diesen Schalter zu aktivieren? Okay, links könnte man prinzipiell lang. Six bleibt oben. Also ist die Antwort hier oben, oder Six? Vermutlich. Hä? Why?
Warum bleibst du... Okay, ich habe gerade bestialische Gänsehaut. Vor allem, wir laufen in die Richtung. Plötzlich fängt unsere Taschenlampe an zu flackern. War das mit dem Regen vorhin auch schon, dass es hier reingeregnet ist? Das ist neu, oder? Als ob es vorhin schon so feucht war. Können wir nochmal hier dran springen? Ja. Vielleicht. Was passiert hier? Guck mal, das Ding ist, wir gehen in den Fahrstuhl. Six bleibt hier draußen. Also vermutlich ist das ja irgendein Symbol, oder? Ey, können wir an die Tür? Nein. Hier ist, hey, ist irgendwas am Fahrstuhl. Und der Schalter geht irgendwann nach oben. Vielleicht muss der Schalter unten bleiben. Muss ich hier durchklettern? Ich weiß es doch nicht, Mann! Keine Ahnung! Hä? Nein, ich muss hier oben bleiben. Ist hier irgendwas in dem Fahrstuhl getriggert? Oh, come on, das ist doch ein Witz. Ist es denn prinzipiell... Hilfe! Da ist meine Stimme erstmal weggegangen. Möglich, mit dem Fahrstuhl hochzugehen? Beziehungsweise... hochzufahren? Ah, ich glaube... ja, wir müssen an den Schalter und der Schalter ist dafür da... unseren einzig wahren Fahrstuhl. Oh! Ja. Okay. Wow. Also, darauf zu kommen, ist halt echt eine Meisterleistung. Deswegen klopfe ich mir an der Stelle erstmal auf die Schulter. Hast du gut gemacht, Großer. Aber ey, come on, das ist doch für mich irgendwo ein schlechter Witz. Junge, dieser Mechanismus. Also generell finde ich Fahrstühle sau beeindruckend, was die alles für Gewichte tragen können. Oder generell, wie das auch hier in Deutschland ist. Dass Fahrstühle Gott sei Dank durch den TÜV geprüft sind. Yo, das Gebäude da oben. Ist das ein Mond oder was genau leuchtet dort? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Game so krasse Gänsehaut hatte. Scheiße, ich dachte, man kann sich da runterhangeln. Oh Mann, ich habe diese Atmosphäre zerstört. Egal, dann beginnen wir nochmal. Ich hoffe, das bleibt auch so mit der Musik her, weil ich die gerade sehr, sehr beeindruckend finde. Ja, dankeschön. Vor allem mit dem wunderbaren Drogeneffekt hier. Ich habe in meinem Leben selten solche Spiele gespielt mit so einer heftigen Atmosphäre. Allein dieses... Set im Hintergrund mit diesen Hochhäusern, mit diesem ein Gebäude in der Mitte, wo irgend so ein Lichtstrahl nach unten kommt. Vermutlich müssen wir dahin. Vermutlich, ich weiß es aber nicht. Aber ich finde es gerade trotzdem ziemlich beeindruckend. Was soll ich Großartiges noch dazu sagen? Das ist crazy. Bro, kannst du mir bitte nach oben helfen? Ich danke dir, aus tiefstem Herzen, wie die Aorta oder so. Wow, also ich bin so geflasht wie eine Taschenlampe. Mehr als wow kann ich aktuell nicht sagen. Okay, wir müssen höchstwahrscheinlich mit dem Bügeleisen in unsere Richtung. Yeah, hol mich irgendwie rüber, okay? Ich kann dich einfach in der Mitte lassen. Ja, wahrscheinlich nicht, Six würde runterrollen. Ja, und was jetzt? Ach so, wir machen wieder das Suicide Squad. Kamikaze, hui! Ja, als ob er so weit springen kann. Come on. Aber Six, trotzdem vielen Damen und vielen Dank. Ich schicke dir irgendwann einen wunderbaren Dankeskorb zu. Und der wird sehr, sehr dick werden. Wie Relaxo. Ich meine, wie Mamfaxo. Jetzt müssen wir uns hier wahrscheinlich gegenseitig hochwerfen, um die Leiter runterzuholen. Ja, langsam aber sicher habe ich das Two-Player-Gameplay hier verinnerlicht. Wie Organe nach einer OP. In den letzten Monaten, beziehungsweise im letzten Jahr, ist das mit den Vergleichen schon einen Ticken weniger geworden bei mir. Umso fröhlicher bin ich, wenn hin und wieder mal sowas rauskommt. Wie bei Magen und Darm. Okay, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Ja, ich bin gespannt. Wir hatten ja bisher nur diese gruseligen Männer, beziehungsweise diese gruseligen Gestalten ohne Gesicht. Ob die jetzt weiterhin hier bleiben?
oder ob uns irgendwas anderes Neues begegnet. Man munkelt. Ich mach mal das Licht erstmal aus. Vor allem, ich frage mich gerade, warum es hier überall reinregnet. Ist das wieder etwas, was jetzt nicht auf Anhieb... Verstehe? Oh shit! Oh shit, es stürzt ein, oder? Nur die Mitte stürzt alles ein? Oh! Oh scheiße, es stürzt alles ein! Ich hab verkackt, oder? Ja, alles gut! Was müssen wir tun? Digga, Bro! Kann man hier gegen drücken? Drück, Junge! Ja, drück die Scheiße ein! Ich meine die Tür! Drück diese wunderbare... Oh, roll rein! Aber lauf! Ich glaube, das Gebäude ist nicht so ganz stabil. So viel zum Thema, TÜV in Deutschland ist eine feine Sache, Freunde. Genau deswegen. Wenn der TÜV da ist, kann... Kann sowas nicht passieren? Ich bin gestorben? Alter, ich check gar nicht mehr. Oh, ich bin nicht gestorben. Pack das Brett weg. Ah! Nein. Das passiert jetzt nicht wirklich. Nein. Nein. Die ganze Zeit ist Six unbeschadet auf... Ich zieh dich da raus. Meister, ich zieh dich da raus. Deine Beine sind ja wie scheinbar zerquetscht. Ja! Ich wollte erstmal von Logik reden. Verlieben wir uns gerade? Ist der Funke zwischen uns übergesprungen? Wie bei defekten Stromleitungen? Okay, ich hör auf! Ja! Hey, Pipi Langstrumpf, unsere Taschenlampe ist kaputt, so eine Kacke aber auch. Warum ist diese richtig krasse Atmosphäre aktuell da? Also ein Gebäude ist eingestürzt, zwar sehr, sehr dramatisch, aber... Ja, das war's dann auch schon irgendwie, ne? Das war's dann ja auch schon wieder. Oh, ein wunderbares Kinderzimmer. Ich liebe Kinderzimmer und Horrorspielen, habe ich das schon mal erwähnt? Wahrscheinlich ja. Aber ich erwähne es immer wieder gerne. Hier sehen wir einen schwarzen Mann wieder an der Wand, den wir auch schon öfter mal gesehen haben. Ohne Gesicht. Ohne Gesicht. Und wir hatten im letzten Part Menschen ohne Gesicht. Kann ich die Zeitung rausziehen? Nein. Der nächste Fernseher. Ja, okay. Dann machen wir das mal wieder und laufen gegen unsere Angst hier im Fernseher an. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Okay, bam, Schritt Nummer 1. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir müssen den Gang wieder gerade machen. Warum wir auch das immer, warum wir das machen müssen, weiß ich nicht. Und schau mal, Six bleibt immer fern vom Fernseher. Das wurde auch mir in die Kommentare geschrieben. Warum bleibt Six fern vom Fernseher? Welchen Grund hat das Ganze? Alter, wir sind... Wow. War das schon immer mit den Hologrammen so, dass wir selber wie eine Fernsehsendung aussehen? Wir kommen immer näher an die Tür. Schaffen wir es, ey? Wir schaffen es an die Tür, oder? Was ist hinter der Tür? Was ist dahinter? Lila Licht? Digga, wir haben das Bordell erreicht, was? Ist das The Grudge? Ja, was ist Six? Was sagst du mir? Was willst du mir sagen, Six? Six? Victor! Oh, Victor! 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 Oh, was? Nein, beweg dich! Lauf! Lauf! Oh mein Gott, ist das immer noch ein Hologramm? Alter, das ist einfach freaking Slenderman! Das ist freaking Slenderman! Ist das der Endboss des Games? Ist das der Endboss des Games? Ich weiß es nicht. Oh Gott, warum ist er so groß? Warum laufen wir ins Kinderzimmer?
Digga, willst du mich verarschen? Oh, Hilfe! Bro! Achso, okay, ich bin gestorben. Muss ich mich verstecken? Warum läuft Six ins Kinderzimmer? Boah, das ist super ekelhaft, dieses Geräusch und wie er sich bewegt und alles einfach. Aber er ist nicht schnell. Ist das eventuell die Angst vor Erwachsenen mit Anzug oder generell die... Yo, sei halt noch schneller, WTF. Was willst du von mir, Mann? Okay, lauf schneller weg. Ich bin zu langsam. Hallo? Obwohl ich schon sprinte. Hä, lol, ich bin vorher nicht gesprintet, oder? Nee, ich bin echt nicht gesprintet. Ich war viel zu langsam unterwegs. Okay. Oh Gott, ist das ekelhaft. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich verstecke mich unter dem Bett, okay? Six, unterm Bett! Versteck dich doch unterm Bett! Nein! Es ist zu spät! Der Mann aus dem... Die Seele! Nein. Sind das die ganzen Kinder, die wir immer wieder gefunden haben? Hat der Mann aus dem Fernseher die ganzen Kinder entführt? Sag bloß, es war der Mann, aber der Fernseher ist angeblieben. Kann ich da nochmal rein? Ich will in den Fernseher rein. Vielleicht muss ich in diese strange Traumwelt hineingelangen. Wow, ein Auge? Warum ist da... Okay, das Game macht Auge. Das Game macht ein Auge auf uns. Wo sind wir gelandet? Wir haben nicht mal unsere Taschenlampe. Alles ist super strange aktuell. Six wurde schon wieder entführt. Das müssen wir einfach mal zusammenfassen. Six wurde schon wieder entführt. Warum? Junge, Six hat es aber auch echt schwer. Am Anfang von diesen Porzellankindern. Hey! Kletter weiter hoch. Jetzt vor dem Glitchman aus dem Fernseher. Und damit ist das eine übelste Grudge-Kopie. Hat das nie jemand mal... Nee, nicht The Grudge, sondern The Ring. Freunde, hat das noch nie jemand erwähnt, dass das eine The Ring-Kopie ist? Little Lightness Cloud aus Horrorfilm? Junge, was ist das hier? Teleportieren wir uns? Ja. Und auf geht's mit dem Fernseher nach oben, aber was bringt uns das? Ja, und jetzt? Der Fernseher ist oben. Ist der Fernseher oben, wird man nicht loben. Oh! Ah, lol, das ist ja super geil. Okay, jetzt können wir uns nach oben teleportieren. Wow. Dieses Game ist einfach in so vieler Hinsicht faszinierend, verblüffend, spannend, erregend. Was? Also erregend wie Viren oder so, das Influenza-Virus. Und damit meine ich nicht Corona. Was? Oh! Die Fassade sieht aus wie die Häuser aus Shiros Reise ins Zauberland. Den Satz, den David am häufigsten in irgendwelchen Let's Plays äußert, aber ist auch voll in Ordnung. Ui, I believe I can fly! Knappe Kiste. Wie bei zu engen Paketen. Oh, Bro, das ist ja so schwierig. Wo wurde Six hingebracht? Woher kommt das Lied? Hier wird auch immer wieder reingeschrieben, yo, David, das Lied kommt da und daher. Wir hatten unter anderem das Lied aus dem ersten Teil mit dem Hausmeister. Wir sind nicht tot, Gott sei Dank. Eine Fernbedienung. Bingo. Wusstest du, dass ich den Fernseher anmachen muss? Ich muss erstmal den Knopf finden. Wie ich diesen dreckigen Fernseher anmache. Mein Gott. Bitte lass diesen Horror aufhören.
Können wir Fernseher in der Mitte rausmachen? Irgendwie nicht. Der Fernseher ist zu hoch. Da kommen wir nicht dran. Vielleicht müssen wir irgendwas runterher schieben? Guck mal, das klappt zumindest. Oh no, hier unten ist auch was. Alter, ich finde das gerade... Wow, ich habe Pupu in meiner Hose. Ich habe aktuell einfach nur Pupu in meiner Hose. Ja, yeah, wow, ich habe einen Hut gefunden, ganz alleine. Vielleicht, warte mal, den Hut werden wir jetzt erstmal aufziehen, Freunde. Jawollo! Alter! Fuck the police coming straight from the underground. Fuck the police coming straight from the underground. Yeah! Jetzt haben wir das Gesetz auf unserer Seite. Warum ist der Fernseher da auf einmal aus? Ha! Da hat jemand Angst vor der Macht des Gesetzes! Yeehaw! Oder doch nicht? Oder doch, oder nee, oder doch? Guck mal, da wären wir jetzt rübergesprungen und wären eh hier auf dem Boden. Ah, Bingo! Mach die Glotze mal an, Bro! Wir brauchen die Strahlung heute! Hallo? Und? Hä? Meister, geh in den Fernseher! Warum kann ich denn nicht in den Fernseher rein? Hä? Wen will das Game eigentlich... Junge, wen will das Game eigentlich hops nehmen? Guck mal, wir müssen in den Fernseher, um uns Safe Call wieder an den Anfang zu teleportieren. Wir haben uns hier die Mitte gebaut, damit wir rüberspringen können. Alter, ich lese das Game inzwischen wie ein offenes Buch. Rein, rein, ey, rein in die Olga! Hallo? Willst du... Hallo! Geh in den Fernseher rein, Mann! Hä, wo ist dein Kackproblem? Au! Oh, Bingo! Die Mucke finde ich eher beruhigend. Ja, die finde ich eher beruhigend. Ist das wieder ein komischer Bug, dass ich nicht in den Fernseher kann? Och Mann, ich hasse es. Oder drücke ich irgendwas Falsches? Ach, der andere Fernseher ist aus. Ich glaube, der andere Fernseher ist eventuell aus, oder? Also einen anderen Grund, warum es jetzt gerade nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich meine, von links kommt auch was. Oder ich bin taub. Ja, ich bin taub. Okay. Ja, Wollo! Jetzt haben wir's! Juhu! Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Wir haben den anderen Fernseher einfach ausgemacht, deswegen hat es gar nicht funktioniert. Fehlerquelle erkannt! Ja. Ich dachte gerade schon, es wird nicht funktionieren. Auch die Bilder, die darauf auftauchen auf dem Fernseher, sobald man reingeht. Das ist alles so suspekt, Mann. Wow. War die Lampe vorhin auch schon da? Sind wir nicht einfach so rübergesprungen? Mysterious! Sehr, sehr mysterious, mysterious! Ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, da nochmal rüber zu springen. Lol, das ist eine Poststelle, fällt mir jetzt erst auf. Eine Poststelle? Ein komischer Dude? Komischer, riesiger Mann? Hui! Man nennt mich nicht umsonst Jack Sparrow! Also in gehobenen Kreisen, so wie Dartscheiben nennt man mich so zumindest. Eine gute Fernsehsendung, Granny. Die habe ich gestern auch geguckt. Alter, was mich interessieren würde, was passiert? Nein. Die ist so verstrahlt, Mann. Die checkt gar nichts.
Warum kann ich das Ding nicht wegschieben? Aha, bingo. Alter, ich scheiß mir so ins Hemd, dass sie mich hört, ne? Oh no, ich muss in den Fernseher rein. Ja, ich glaube, ich muss sie weglocken. Was passiert, wenn ich den Fernseher ausmache? Gar nichts. Und jetzt wird die instant wieder angelockt? Kommt die wieder her? Nein. Ach so, ist ja noch beim anderen Fernseher. Ja, moin. Und was, wenn man beide ausmacht? Das hätte mich interessiert. Die wäre ja wahrscheinlich amok gelaufen, oder? Ist das Gesellschaftskritik gerade? Oder ist es die Angst vor Kindern, keine Beachtung zu bekommen von den Eltern, weil die gerade vor der Glotze hängen? Spiel, rede mit mir. Oh, da oben ist schon wieder. Das sind wieder die nächsten Verstrahlten, die nächste RTL-Sendung schauen. Oh nein, ich habe seine Leiche gar nicht gesehen. Das ist gerade nicht so ganz. Nicht so ganz logisch. Wow! Wow! Halt! Hä? Zieh dich hoch, Junge! Wo ist das Problem? Ansonsten hast du die waghalsigsten Sprünge gewagt, aber das sollst du nicht hinbekommen? Come on! Aber Freunde, an der Stelle würde ich mal wieder sagen, da wir schon das eine oder andere im heutigen Part erlebt haben, das war's dann auch mit dem nächsten Part von Little Nightmares. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt das Ganze mit einem Daumen nach oben und einem Abo auf dem Kanal. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Cheerio, euer Umlautmann. Und am Ende des Videos danke ich den Elite-Umlaut-General-Membern. Vielen lieben Dank für euren Support und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.